Buenas noches a todos. ¿Cómo están? All right, so firmal dankchen for all you what is an ritikum frash to desen dardach suves. Konje fele gesagt, da soim wat hier den ischen oven wirn, und da san ihr noch den wirn mit dem zweiten, und da san ihr mit dem dritten. So du noch wat nicht san ganz verspielte tit was, so dat freit man sich zu sein. So, and for all you what hier nie san von deus uves, welcome hier. Der ist uns dritter oven von der, wo wir wollen von reden von Meier Geld. Wir wollen dort ein Bett, dort für ein Thema sein, wo dreht von Geld, wo wir gewöhnlich alle mit einer neuen Geschichte sein, sind ich sehr wenig. Ich würde gleich sagen, dass so hier immer voll von Akbarak sein, wegen Geld ist ein Ding, wo wir ständig einmal denken und grabeln und schaffen und stressen. In viele von unseren Troubles, die fangen an, wegen uns fehlt mehr Geld. Während dort hier alle aufhängen wird, wo ein Klimatregum, was wir vom Feuerwerk haben, so früher, was die Feuerwerk nicht wählen, und der wird hier eben wählen, zum Klimat abfraschen, was von Thema hat wie, von was reden wir. So, wir reden von nicht genug Geld. Da kriegt die Frau aus, was meint nicht genug Geld? Weil der wird doch mucho Geld haben, wird sein, und fehlt noch ein Klimat mehr. Und der wird kein Geld haben, wird sein, und fehlt noch ein bisschen mehr Geld. So, das Thema ist, ich glaube, weltweit ist nicht ganz genug Geld. So, wir fragen uns, habe ich eine Arbeit? 15 Millionen 100.000 Menschen haben nicht eine Arbeit in Mexiko. Das sind 20% von der ganzen Population in Mexiko, die haben nicht eine Arbeit. Vielleicht wegen sie nicht wollen, aber die haben nicht eine Arbeit. Hast du ein Haus, wie die Frau? Meist alle Menschen in Mexiko haben ein Haus. Wenn es nicht viel wird für ein Haus, aber die haben ein Dach. Du sagst mal, dass ich mir studieren dort, eine halbe Million Menschen wird nicht ein Haus haben. Wo ist dein Haus? Wie die nächste Frau. Wir reden mit wegen Lichter. Wer auf alle jene Lichter geteilt Haus? Da haben ein paar stärkte Hände geteilt. So, wir sehen von 1,5 Lichter haben 41% von allen Menschen in Mexiko. Von 1,5 Lichter. Bei noch Büten. Von 6 Partien haben 42, so ein Klima mehr. Dort merken nur 33% von ganz Mexiko, die haben nicht mehr als 10 Lichter. Von zwischen 16 und 20 Lichter haben 3% und von zwischen von 21 Lichter hinab haben auch bloß 3%. So, wenn du mehr als 21 Lichter hast, dann bist du eine reiche Person, wenn du hast mehr Lichter. Alright, that's wo wir sind. Alright, so hier kann ich dort sein. Lichter, 1,5, 1,4, 6 Partien, 2,4 und so weiter. Wenn ihr nicht in eine private Schule gehen wollt, dann sind die von den 10-15% von ganz Mexiko wird in eine private Schule gehen wollt. Wegen mehr als 90% gehen in eine publische Schule. Die nächste Frage ist, auf welchem Geldlevel bist du? Wir haben eine ganze Pyramide von wie viel dir im Monat verdient ist? Und du nur, was du verdient ist, bist du auf dort Geld-Level in ganz Mexiko. So 1,1% von der ganzen Welt rückt meistens 46% oder half, meistens 46% von der ganzen Welt ein Geld. Wenn du mal aus 1 Million Dollar im Wert bist, dann bist du mangt die 1,1% von der ganzen Welt. In Mexiko, wenn die 51.000 Päuser im Monat merken das, dann bist du von den 1% reichsten Menschen in ganz Mexiko. Wenn du nicht eine Million hast, aber du sagst, ich habe zwischen 100.000 Dollar und 1 Million Dollar, dann bist du von den 11% reichsten Menschen von der ganzen Welt. Globally. In Mexiko, das habe ich gerade gesagt, dann die nächste Frage ist, was macht wir haben? Wir reden um Klimaschen von, was macht wir Menschen haben? Wie man uns selbst kann? Hitzig hast du ein bisschen Buben Eva, aber so stimmt uns die kann. Was lebst du, was weißt du? Tim, du hast kommen, wo die Hand weiß. Wenn du nicht selbst kannst, ich weiß nicht, was du mal so ein Gedun haben oder Ski, in jener Arbeit mal haben, Curriculums nahe kriegen, wo Menschen Arbeit sehen dürfen.
In die Woche ende ich vorhin verleben Korridor in führen alle Wegen Curriculum ütewellen, sollen wo sie entweder annehmen. Dort kommen wir in Schmied sein, in einem Seichstuhl sein oder in einem Ferterie sein. Hoi, was verstehst du überhaupt? Weißt du überhaupt, was du weißt? Was verstehst du zu tun? Was du da alle Wegen schaffen oder das, kannst du dir überhaupt selbst? Was sind deine Talenten? Psychologische Bedürfnisse. Du musst die wichtig feuern. Du musst Freunde haben, Familie haben. Du musst die so feuern, die trägst du bei. Das Letzte, das Dritte, wir, du brauchst Essen, Trinken und Gesundheit. Ohne Schalter oder Töpnisch. Aber das Letzte noch, wo wir von reden, deuten wir in den Marksteinen, obwohl auf Englisch Milestones sind. Hohlstahl. Gleich auf jeden Fall, ein von den wichtigsten Porten von den ganzen Teilen ist Hohlstahl. In Kettenmann bist du, wo bist du? Und wo wirst du hin? Du kannst nicht wissen, wo du hin wirst, wenn du nicht weißt, wo du bist. Wo von der Situation bist du? Wo wirst du hin? Nein, ich bin weich. Du bist nicht bis ein weich, du sind viele Wege, du hin zu kommen, wo du hin wirst. Wenn du in der Stadt fahren, kannst du zum Korridor und du kannst auch andere Wege nehmen. Du bist vielleicht im Bus oder weich, einer aus der anderen, aber du kannst zu mehr Wege in der Stadt kommen. So fang mal in weich. Sieg mal. Fang mal an. Fang an zu gehen. Prüf nicht Fuß heran. Dann wirst du dich verstorben. Du musst einstellen auf einmal. Fang mal an zu gehen. Dann auf der Letzte frisch dich alle Tag frisch ab. Weil du, wie man uns einmal selbst sein, okay, zu Wort du noch mal war alles, was ich da. Warum stehe ich so tätig ab? Warum gehe ich nicht in diese Arbeit? Warum tue ich, was ich da? Hast du eine Ursache dahinter? Vielleicht hast du deine Familie, deine Kinder. Wo ist die Ursache? Und dann sagt Gott, weißt du was? Gib mir frisch Kraft. Frisch die jeden Tag ab. So, dort wir letzte Werk. In der Kube die Hand, wird gelehrt, letzte Werk. So, dieses Werk, weil wir reden von, wo merken Menschen mehr Geld? Ich kann nicht Titel noch ganz ehrlich sagen, dass Plotich hat noch die ganz meiste Arbeit von alles, oder Plotich ehrlich sagen. Aber ich würde hier hoffentlich auch Plotich sein. Wo merken Menschen mehr Geld? So, 13% sind Verkäufer. Also, wie gleich hat man es alles an? Wie verstehen die Schacherin? 28% haben irgendein Professional Arbeit. Vielleicht ein Lawyer, vielleicht ein Kontador, vielleicht ein was auch immer. So, 28% merken ihr Geld über den Zweig. In großen Companien oder in kleinen Companien. 63% die nehmen ein Risiko. Sie sagen, ich will ein Risiko nehmen, ich finde, was das. Also, gleich Geld, wenn nicht gleich, niemals. 41% wären Studenten, die nicht Tieren haben. Die haben zwischen 8 und 9 in ihren Klassen. Die können auch noch mal Millionärs werden oder Rick werden. Das ist nicht gemeint, ob das Grade A-Students können. 29% wären C-Students. Das sind sie, die zwischen 7 und 8 in der Schule haben. Die wären nicht einmal die Brightest. Aber die können auch Geld merken. 68% haben einen College-Degree, das meint, die haben ihre Schule durchgemerkt. 25% der haben Postgraduate Degrees, noch wieder studiert. In 86% schaffen wir als 50 Stunden Werk. Wo mein Gott? Schaffen wir nicht? Geld kommt nicht von selbst. Das sind noch mehr wie 49% wären Saver Investors. Dort sind so Menschen, von dort, wo die verdienen, sind 20% sparen. Du meinst so viel. Du lebst von den 20% von deiner Annum, 20% das nicht unschieren. Der lässt du doch. Und dann das mit den 20% sein, Peter, ich will Lohn kaufen, dann das wird wieder verkaufen, dann wollen wir uns dort Geld machen. Investments, ja? Yeah? So, 20% werden ja verbrochen, was du verdienst. 18% wären große Company oder Executives, Unjewitz, in großen Companies. 7% wären Virtuosos, dort sind so die Menschen, die haben sich ütgeliert für was besonders. Vielleicht bist du ein Veterinario und du weißt krank, wenn du Kusch hofft und du bist der Bastard in dort. Die wollen sie immer fuhren, wenn du auf dem Tempel feuchst. So, du hast die ganz ütgeliert, Top-Expert. 51% wären Dreamer-Entrepreneurs. Das ist, glaube ich, viele von euch in New York sein. Dreamer-Entrepreneurs, dort sind die, die sagen, ich kann einen Traum und ich glaube, das kann Geld mehr. Weil wir mal anfangen.
Obawitjuk wird 27% von diesen Dreamer Entrepreneurs failing. Wenigstens einmal in ihrer Zeit. Es ist nicht gemeint, dass wenn ihr was von Anfang, das Wort Furz zum ersten Mal gleichen. Dort das nicht. So, in dort mehr von Finanzen, musst du verstehen, der Schwarm. Hält den Ding. Das ist nicht eine Frage, ob du was oder nicht was. Du machst. Du kannst dich nicht entscheiden, ob du sagst, du nein willst oder nicht. In dort mehr von Finanzen, musst du verstehen, der Schwarm. So, ich wollte dir ein Beispiel geben. Und ich will auch die Sachen nicht verstehen. Ich wollte nicht alles. Das Beispiel, das ich hier gegeben habe, hat mir gedacht, und ich habe das echt auf den Basen verstanden. Ich werde das Thema so schwer zu merken, wegen das so ein großes Thema, wo ich von reden will. Und viele von Ihnen sind vielleicht viel älter und klicken Businessman als ich sind. Und wollen vielleicht sagen, no, aber warte mal, du seid nicht mit d'accordo. No pasa nada. Wenn die noch nicht mit d'accordo sind, dann sind viele andere Wege, wo das auch gut schaffen. Das ist nicht gemeint, dass das Beispiel ist das Rezept für das, was ich hier sage. Aber ich glaube, das Wort ist eine gute Idee geben. So, wir wollen von dir reden, von dem Meer in den Swimmingpool. So, wer von Ihnen gleich Wuta? Ich freue mich nicht, ob Ihnen in Wuta gelernt habt. Wer gleich Wuta? Wir gleich wollen Wuta. So, wer von Ihnen gleich im Pool zu schwammen? Oder im Pool zu sein, ja? Wer von Ihnen gleich im Meer zu sein? Alright. Wer von Ihnen wird nicht versteht, okay, wer versteht den Schwarm? Alte Joma, alle Mischte. 50% seien sie versteht den Schwarm auf der Welt, so, das würde hier auch noch so lohnen. Vielleicht mit eher 50%. So, für all die, die du nicht verstehen, den Schwarm, wer geht in den deutschen Port vom Pool, man, wo ihr nicht abschieben kann? Wer nicht versteht den Schwarm, jetzt in der tiefste Port vom Pool nehmen, wo ihr nicht abschieben könnt. Okay, sind nur mit Venja. Wer von Ihnen flohmt sich im Meer nennen, nicht wo ihr nicht abschieben könnt, wenn ihr nicht verstehen Schwarm? Wollt nicht einer? Okay. Will das klar machen? Wenn ihr nicht wollt, ihr wollt, ich will sagen, wenn ich sense mehr. So im Swimmingpool sind durchschnittlich immer drei Städte. Du hast eine Städte, wo dort mit Flak ist, du hast eine Städte, wo dort ein Bettdäuber ist, und du hast eine Städte, wo dort Däupers. Hey, das du für die Machos. Du für die Bordje, das zu sein. Du willst in der Band sein. Alright, so hier so, diese steht, du kannst dir voll absagen. Falls dir nur sicher. Du bist in Kenia, du bist bei den Beaches, du bist in der Bar, du bist in den Steuern, du, ja, das bloß, scheinlich scheint, du kannst alle sein. Freunde sind alle drum. It's a good space. Da kannst du dich bei, kannst rückkriegen, ankriegen. Right, so das ist eine feine Stelle. In der Mad, dort wird auch Fan sein. Du sind auch mit in der Worte, die sich auch mit mir erwähnen. Ich kann vielleicht mitschwammen, wenn sie immer mit der Däupen angehen. Aber dann sind sie da in der Stelle, wo sie nicht Ursache sind, aber die hat auch schon. Hier so sind die, wo du gleich nennst, die Höpsen und verstehen, die Schwarm. So, wir wollen von dem Moment von diesen drei verschiedenen Situationen reden. In dem wird dir gehen holen, im Business. So, Feuerchodeup. Pros. Der gute Sieden von Feuerchodeup. So, du schaffst von Klock 8 bis Klock 5. Das ist eine gute Sied. Das ist ein gutes Ding. Du brauchst bloß von Klock 8 bis Klock 5 schaffen. Vor Klock 8, wenn das Fuhn ringt, nicht mal abheben. Nur Klock 5, wenn das Fuhn ringt, brauchst du nicht abheben. No pasa nada. Du passiert nichts. Da suave hier sein. Sicher, du hast einen Grund unter dir, du sind Kunden rundum. Das Stresslevel leer. Dort ist, wo die Mehrheit ist. Deine Freunde sind da. Du bist, du darfst bis deine Abgabe. Dort, wo du mal stehen willst. Du im Restaurant mal Paris drehen. Dort ist alles, du brauchst stehen. Du brauchst dich am Terminal stehen wollen. Scheint schmecken nicht. Du drehst bis zu Paris. Dort ist alles, du brauchst stehen. Du kriegst einen Lohn der Stirn. Der Stirn, wo du schaffst, Stirn kriegst du betont. Das ist eine sichere Stede. Aber, das Schlechte ist, du machst von Klock 8 bis Klock 5 schaffen. Ob du was oder nicht. Wenn du dir übergeben hast, du verkaufst deine Zeit von Klock 8 bis Klock 5.
Dort ist unsicher. Na, warum und die sitzt wieder zu viel sicher? Solange du eine Arbeit hast, ist das sicher. Du hast oft gesagt, Kren, nie ist das unsicher. Nie ist das Stresslevel al Maximum. Den Moment, wo du abgehört hast, der Perry ist drin, dann ist der Check weich. Dort ist, wo du mir hört, ist. Weißt du, wenn du nicht weißt, ich habe 10 andere Worte da. Wenn die Arbeit nicht reicht, ist, ich habe 10 andere Worte vor dir. Noch Personal, wenn du nicht weißt. Die Eier, die Leute, haben wir noch. Dort lohnt es die Stunde. In so einer Fährten, wenn du nach Wurschwellen extra Stunden schaffen, die kostet gleich, wenn jemand extra betont. So, dort ist bloß die Stunde. Dit erste steht für mich, würden wir so sein. Das ist gut. Vielleicht schaffst du in eine große Company, die schaffst von Klock 8 bis Klock 5, die merkst einen feinen Tachlohn, und die kostet die Kragplon. Ich war mit Jan Schäf gehalten, das wird mir so und so lang dienen, den zu betonen, ich kriege so und so viel die Stunde, ich schaffe so, die kostet Plon. Dort ist sicher, du hast eine sichere Ahnung, solange du fein schaffst. Die kostet die Vakation ist Plon. Anfangsjahr kostet dir ein Patron sein, ich will eine Werk auf, dann, das wo ich will haben, kann mir das ausgerechnet, mit meinem Original, das kann ich dort tun. Das ist eine Sache, die steht in die Kurs, wie komm im Leben ab dieser Feiertag. Wenn dein Charakter sagt, das ist, wo ich mich voll, dass der erste steht für mich, du bist nicht mit euch. Wo sind so eine Menschen, die wollen sagen, hey, ich bin hier, aber ich will mehr Geld. Ich will noch das Wort. Der erste steht von Saas Schodeib. So, die gute Dinge ist, du hast Sicherheit, kriegst viel von Reden deuten. Stress ist Hecher. Wo wings? Wegen der Saas Schodeib, du bist ja auch in Unia Wirt in euer Stauber Lehrer. Du bist auch mit dem Kargal in dort die Schaf oder ab der Stab, wo du schaffen ist. Der Grund ist noch du, die kostet noch alle Ausschieren. Wo wings? Wegen wenn du Trübel hast in dort die Schaf, wo du schaffen ist, du wirst die Wirt sich mit wollen. Ich sage, die Unia Wirt. Dort ist, wo Adliche sind. Das ist in der Gürtel steht. Du jäht meier an. Dort ist, ob dich steht, du kannst meier Dinge tun. Wenn ich mir den Nenn schmieden will, das ist nicht Fußflag, wo ich mir den Kopf kühle. Das sind meier Dinge, wo ich kann tun. Die verdienen Lohn und vielleicht noch Prozent. Von der Schaf. Vielleicht besser, wenn der Ort kriegt Prozent von ihnen verdienen. So, die verdienen Lohn und vielleicht noch meier Prozent. Aber, die schlechten Dinge von hier sind, du schaffst länger. Du bist in den Kargalo, vielleicht merkst du oben, merkst du. Du bist die erste, du in der letzte, wo du weich fort. Du bist verantwortlich. Du kriegst mehr, du bist verantwortlich für mehr. Das ist auch unsicher, in der Stresslevel kann sehr hoch kommen, wenn du bist in euer Stall leben warst, und die wird aufgesagt. Dann ist der Plümpf noch schwander. Wenn du bist, wo hecher warst, du bist auf der Flur, der Stresslevel ist even hecher, als bei der Ferie. Deine Kinder werden vielleicht auch mitverwandt, niemals frisch vor anfangen. Und vielleicht nicht mehr aus dem Kargalo, aber vielleicht war der Unia anfangen. So, das Stresslevel geht ab. Wenn ihr Freund sind, du, wenn du musst dich damit länger schaffen, oje, wie waren das noch Jan tun? Bitte, der muss die Schafte schließen. Oje, wie waren Jan noch nicht tun? Bitte, ich habe Responsabilität zu tun. So, die Freunde fangen sich an, die mit euch zu sehen. Und die hast ein Wert. Ich muss vielleicht sagen, warum ist das Schlag? Die hast ein Wert. Man kann ein Fan wird sein, kann nichts ein Fan wird sein, aber du musst für wem verantwortlich sein. Du kannst auch nicht tun, was du weißt. Was noch mehr Geld? Mehr Verantwortung. Du sagst, ab 8 schon da, du hast ihn nicht geschafft. Viele von den Leuten wollen gerade hier sein. Du hast dein Business. So, du hast dir noch einmal gesagt, ich will mal so verdienen, dass der Patron einmal das. Der hat dort Leben, der kann so sehr wohl. Und ich habe mal so stolz können. Nicht nur mal Hupning für mein Geld. Der Swimmingpool ist deuper. Nicht kann ich mal die Dinge tun, dass meine Jankerin zu mein Geld verdienen. Du hast einen deuper Grund, eine Arbeit und Klockentiet. Das wünschen wir uns alle immer. Der kann nicht kommen, rüttelt kommen, wann er will. Das ist das Leben. Das ist ein Pro, wo er nicht mehr haben will. Du hast Arbeiter. All die Arbeit, die ich einmal tun, die würde ich in Arbeit abgeben. Weil ich bloß mal der Wirt wäre. Ich würde die Arbeit alle am See lassen. Und ich würde alle die Arbeit aufgeben. Ich würde nichts tun, ich würde alles aufgeben. Dort habe ich die Arbeiter. Die wollen alle tun für mich. Dort, wo wir sagen, wir würden denken.
Men jeg blir små, det vet vi. Min nomvurende menneske er nødt med veien. Jeg sender ikke plass til det å bedre. Jeg sender! Hvem er de høyten deres? Nye så har jeg ikke det mulig å bytte menneskene våre veien ved jeg sender. Jeg kan business, jeg kan å bedre, jeg mer gjeld. De nom. Og jeg kan fylle for hans maner våre sier, det er sånn viktig at hans nom du er. Men det andre sier for det ganske er, det er også jeg har, så er det kjøn andre port for disse drøy. Du har stress. Wenn du hast den deutschen Grund, wenn du nicht verstehst den Schwarm, hierfür selbst. Du hast noch eine Kont. Du musst so in eine Konto kommen, wenn du nicht was verdrängst. Aber du hast nicht den Baum, wenn du den Kopf der Unja. Dort hast du wenig gesehen. Du kannst nicht so leicht gehen, eine Rotfrau, wenn du sehnt wirklich nur wenig, was du sehnt. Die Freunde sind noch weniger, wenn du nu hast du nicht einen Glockentiet. Du wirst sagen, nu wollen wir mal den Tiet nehmen für die Freunde, aber weißt du auch was? Du hast keinen Glockentiet, aber weißt du auch was? Die verdienst du nur aus die Schafs. Und du hast Arbeiter. Du hast Arbeiter. Ich sehe du, wenn ich mal bis Arbeiter habe, dann würde ich das nicht alle Brücken tun. Du hast Arbeiter und hast einen losen Tiet, wenn die Schafs, die du nur so sagst, wegen die all day die Motten betult. Keiner schafft frei. Nun machen die alle betult. Jeder Werk. Die Sicherheit, wo die anderen haben, dass sie sich keinen Plan merken von den Schafkäupen, den Hüßkäupen, mit einer Vacation fahren, das kostet die nicht wegen. Du bist verantwortlich für alles. Wenn du die Wirt bist, dann bist du verantwortlich für alles. Wenn die Arbeiter abgemessen haben, das ist deine Schuld. Dass die dort mal nennen sehen, dort als kaum seine Schuld aus dienen. Du bist der Wirt. Du hast ein eigenes Gebiet. Ich küsse dich für den Wirtschaften, dort wir den sehen, Problem. Aber nun bist du der Wirt. Dort ist dein Gebiet, du musst dort betonen, oder du musst der Rente betonen. Jeder Monat. Du brauchst Professionales. Und bloß hier allein, 70 und 85% würde ich sagen, rüht. Mit Fakturas merken? Mit Hacienda-Deal, Tagstool, hat sich jemand angerührt und sich um das gleich dort. Du brauchst Menschen, wo du Abogados sind, wo wenigstens den Moment, wenn die Worte gerecht streit anfangen, wenn die Worte gesucht und der Mann, der ihr merkt, von der Arbeiter, wo die diese Menschen deutsch, dass die alles für die tun, wenn ich alle gleich geht, dann kriegst du verklärt, in wem sie nun verklären dich. Dien. Wenn du bist, der wird. Du siehst, wann ich mal du wir, wann ich auch mal mein Geld habe, dann wollen wir das Leben nicht mehr schön gehen. Weißt du wirklich mein Geld? Wenn willst du sehr führen, willst du nicht, wenn du redest von mein Geld, dort mit mein Geld kommt meine Verantwortung. Die nun hast du bein. Die Schuld, die du hast, die kann gerade so deutlich sein, als was du in der Verdienst kann sein. Weißt du, wenn du nicht reut bist, zu verspielen, dann bist du auch nicht reut hier. Aber pass auf, das Swimmingpool ist deutlich. Wenn du kicken down, die Con-List, das ist dort, wo du schlag hast, der ist viel länger als die Pro-List. Und kick mal, hier ist die Con-List viel leer aus der Pro-List. Und hier auch. Warum wollen diese hier sein? Finde wir ein neues Geld. Das ist mal interessant, wie die Wegschule schafft. Das Geld dort ist immer hier. Boven. Das ist so wichtig. Okay, du wirst ein Businessman sein. Nummer 1, du musst verstehen, Nummer 2. Wenn du nicht verstehst, zu rechnen, deine Schuld ist, die sein Junges, was deine Schuld gehen will. Wenn deine Schuld ist, die nicht in Charlie Gannas, der ist bei Mathematikas, dann kostet von 1 Million Dollar mehr ein Rennfuß für jeden. Große Männer,
Wat de grote geschaften al han, die kan dit allemaal nog niet verstaan. En ik hoop die verstaan dit, want wenn dat niet, dan zei je al op een zaal reichen waag. Du hast diesen Peuzel en du kaufst nu een producto. En du sagst, waarom du 500 Peuzel und verdoen. 50% 1400 Peuzel, dan kost dit een producto kaum. Maar die producten verkaufen nicht, en de Arbeiter moeten betoeld. En dat is niet gewoon zo leicht, wegen de rente moet betoeld. En over dem fangt het aan te praten. Du kennst een cliënt, die sagt: Oi, wat is de beste prijs van deel? Dan heb je dat wel opgehouden. Nou, sagst, ik heb je dan 50% neu rekend. Weet je wel niet voor spel. Ik heb je 50 neu rekend. Ik wil je 50% Discount geven. Taulas, niet? Ik heb je 50 neu rekend. 50 Discount geven, dan zegt man, dan war er krank leks. Nu heb je den voor 750 verkauft en hast 250 verspeeld. Dit einfache Rechnen doen zeer veel mensen niet. Die kost niet van een hechere Sam, die zal je de Squint erop rechnen en geloven die best kracht doen, wo die is wees. Hier rechnst du van 1000 en hier rechnst du van 1500. De half van 1500, 50%, un doorhandtekken, dan wil je dat dan 750. Maar wanneer je zegt, nou ik heb 50% neu rekenen, ik ben 50 rof, logica zegt, dan heb je nog wat kracht voor ons eerst. Ik weet mucho business man gewoon broke, bis wegen dat. En kracht is deze nummer, je hebt dat even en even in je, ik kan je verschillende Beispiele vertellen. Bin real estate, ik heb zoveel angeld gezien, mensen die zeggen, weet je wat, ik wil mijn bieloont en 10 toelings verkopen, voor example. Dan kijkt mijn köper en zegt, wat is de beste prijs cash van deel? Dan denkt hij met zo, oké, ik wil, ik heb een 12% dat je bierrekent, wil je een 12% je afrekenen, wanneer ik minimum cash betaal. Oei. Die has van, waarom moet zijn $100,000 nu opgerekend? En vielleicht best nu bij 250 gekomen, waarom moet zijn op 10 toelings? Nu als je erop rekenen, want dan krijg je 12% erop, dan blijven die er geen 100. Dan verspeelt ze wat geld. En dus, ik wil er niet te lang in dat nemen, want dat is een groot thema. Hoeveel kleine businesses failen het eerste jaar 20%? Tweede jaar 34%, vijfde 50%, tiende jaar 70%. Van de kleine businesses wat die opvangen, dat is failing. Want die geloof ik zijn groot genoeg om je schaaf opvangen, zie je uit voor dit. De chance is schrakelijk hoog dat je was failing. Want die was mooier geld, dan moet je eruit zijn voor spel. 22% experience cashflow problems. Verstehst niet met geld te draaien. Ah, wenn ich $1 million habe, man, dann will mir das Leben schon gehen. Die weiß gar nicht reut für $1 million. Die weiß gar nicht, wo du dir mal drehen. Die weiß gar nicht, wo du dir mal verwalten. 22% von denen, die verstehen das nicht. 42% von denen fehlt doch gar nicht an den Products, die du verkaufen. 29% trauen nicht Geld. 23% haben nicht den reichen Team. 19% gehen zwei wegen anderen eine bessere Arbeit tun als du. Okay, so wir haben bei mir geredet von dem Swimmingpool. Und ich weiß, viele von uns, wie gleich in den Swimmingpool bahn, aber das sind auch so eine gleich in der Meerbahn. So, wir wollen mal reden von dem, was im Meer gleich im Band zu sein. So, das Meer ist groß. Für die, die nicht euer gedacht haben, wo groß das Meer ist, die Welt ist über 90% mehr. So, ich rede von 8 schon da, du jetzt unja. Falls Wort, mein Dad. Der wir mal Massatlan in, ich weiß nicht, was ich noch mal so gewohnt habe, wenn du im Swimmingpool einen kleinen Staub hast. Und du brauchst gleich Säure an deinem Wutterbein sein, wenn du einen Staub nicht setzt, dann versippst du einen Sinnflagt Wutter. Die Tag du hast, und die können sich nicht ab, und die verdunkelst du mehr, gesagt, der hat ihn nicht schön abhauen. Hier in der Wohl, wenn hier hast, die saßen dort, ich 1100 Schau Wutter. Wort wie wollen.
Ah, aber du wirst mehr nennen, porque du wirst mucho Geld verdienen. Kijk mal. Wenn du mehr Band bist, und für dich wird mehr nennen, dann, wer von dir hat mal Scuba Diving? Okay, hier ist ein Postdeck. Okay, so für dich wird Scuba Diving, und ich will ein klein bisschen Geschichte vertellen, wenn ich meine Freude heute mal weiß, Jürgen 3. Die Maschine, die hier hängt oder absagt, die Tank und die Röhren und all das Speizchen, dort sind 50 Pfund. Bueno, dort sind sie natürlich leichter, natürlich sind sie 20 Pfund. Aber wenn man bei 50 Leute natürlich 53 Kilo. So, viele von uns sind noch mit schwer. Dort braucht auch sehr viel Paddeln und Down, ob wir überhaupt oben bleiben, dann wird da un 25 Kilo mehr, 23 Kilo mehr. Nun sagen sie, die Tank hängen ab, und die sagen, in der Grötschlag prall ab, und stoppen die Mühl tau. Und dann sagten sie noch, große Entenfeuer an die Nahen. Und dann sagst du, die neue Hesterkopf, so steht von hier kommt, und wurde dann erflogen. Und dann mehr. Mehr. So die würde sagen, hier ist mein Dort. Wings, ich habe weg an mich, ich habe meine Mühltür gestoppt, meine Brille ab, und nicht so lecker noch mehr nennen, wo war das bloß alle zu wollen. Weißt du was? Ich sage einmal, für die Wort, durch die Feuerzeuge Business, der Saas-Scheuer-Business und der Ach-Scheuer-Business sind, die haben uns so viel Experience hier. Die haben uns so viel durch, die haben uns so viel sich auch gepalzt, die denken, das ist Experience hier. Diese große Ruhren, die du im Mühlbein hast, das soll mitweiten, wenn die kostal sind und wenn er nicht. Wenn er die kost Dinge sein, was die fehlen und jankern zu sein und wenn er nicht. Und du hast die, all diese, die Schnee ist alle an, die hast eine Glocke zu wissen, wie viel Oxygen du nach Bern hast. Nun bist du bereit, mit mir nennen, zum Fun haben. So nun bist du, weil die Scuba Divers, die tun, was auch das Däubste, 1150 schon Däub. Das sind irgendwo um 350 Meter Däub. Das tun bloß die Pros, ne? Aber 1950, das ist das Teufelste, was sie tun. Das ist ein Bild von mir. Und die andere, die hängen auf, wie mein Abpost hat. Ich weiß nicht, wie viele in mir abposten können, und du würdest einen Chart kommen, aber der sollte mal in mir abposten. So, ich sage, du bist hier, und wenn sie dort dann heute meine Frau mit mir macht, und sie will auch. Wenn ich weiß, wenn sie nicht mit dem Chap fuhren, hier nicht mehr. Seht ihr, okay, nun hier ist ein Buch, nun lest. Wollt ihr alles mal wiesen, so und oder immer? Und ja, wollt ihr nicht auf das vertrauen, dann müssen wir anfangen zu wiesen, nicht? So, ihr müsst von uns zu aller Schwindlieren, was wir müssen sein, man anzeigt zu grünlich schleichen und ja, jink. Oder wenn wir wollen wieder rum, mach's para abajo. Und das weißt du auch, hast dich im Bett, würde ich mir Lauf holen. Und was passieren dort, wenn du Wut in der Brille nennt, heim. Und alle Sorten, so hängen wir, das schockelt so marsch, ich sage auf das Schab, dass wir so sehr anriecht, gut, proben uns zu tutelieren, wenn sie spatuvieren. So, nie wollen wir uns zu lohnen. Schön gut. Aber ich habe viel an der Kunde gesehen und das Fisch gefordert. Der Fisch hat viel von meinen Onkels in Mörlach im Frühstück gegeten. Das schockelt und das schockelt und ich dachte so, wo war das bloß nach Holland zu wohnen? Und über dem fangen wir das alle an unterpelzen, auf ihren mit schweren Tanken. Und nun soll ich mich durch den Wut ernähren. Und ich weiß nicht mehr, wie du schaffen. Wenn du dann nicht du bist, wie in einem Wutter, du hast hier eine Kontrolle. Du kannst in deinem ganzen Pelz, was du an hast, Wind pumpen von den Oxygen-Tank. Dann bist du sitzen da was. Und dann kannst du rütteln. Dann wird dein Körper weg und der Tank alles. Dann fängt er an, schwanger zu werden, aus der Luft in der was bin. Dann fängst du an, zu gehen. So die Kontrolle wird hier machen Kontrolle. So, die Flüche ist aber heute im Rauf. Wegen wie wir in der Bova-Wut und dort schilfst du so mit den Wahlen in den Üen und ich fange an, überall Wut zu integrieren. Auch sagt er, du musst ohne Wut bloß zu den Nähen püssen und überall aufnehmen, dann war das Trainieren. Logik würde sein, dann musst du nach Mauern ankommen. Und dort ist nicht solltet Wut, dort ist sollt Wut, dann brennt es. Alle Wege, Nähen ist Üen alles. Zu mir schien das bloß sehr schwierig. Aber ja, wir fangen an, Rauf zu gehen, dann wie wir ein Meter. Dann weiß er, jetzt schon, ja, dann machen wir minus. Und dann sieht er, wir haben links wieder rauf, was reut? Ja, rauf, okay. Der wird den zweiten Meter rauf, jetzt schon. In meiner Früh, der fängt das Wut an, so, ihr da fertig kommen. Sie sieht,
Mal meno. Dann wachen wir, die holen noch einen Strang. Und ich übernehme sie da, was noch wieder auf. Dann leuchten wir noch ein paar Träder weiter. Und dann sehen wir in der Früh, das steckt das durch. Die funken unter Blues drin und die dort noch einen Hech. Busig. Pumpen ab und dann pssst, einen Hech. Und entweder soll sie das Akt durch das Quatsch, dann sehen sie da, was ich will rauf. Ja, so ich will rauf. So wie fangen wir rauf zu gehen? Wenn ich es immer verstand, diese Mess zu brücken, und ich kann sagen, Ruth, und ihr Wut da, wie alle Sterne. Da können die Buben noch so wahrlich und so lüden, dass wir uns ganz, ganz Sterne. Die können bis hier, dass die Anholz in die Püssen leid. Dann fange ich an, mal rauf zu kicken, dann kann es anfangen zu sagen, ah, du sein Schmack fesch, und du sein Corals, und dann fängt es an, schön zu gehen, so nicht werden wir rauf. Und den Tag schwammen wir bei 12 Meter rauf. Und mir hat das so schön gegangen. Aber das braucht einmal, dass du die ganze Sache verstehst. Und dann stinkt du grässlich schlecht. In einem Business-Leben ist das so, wenn du nicht bist, durch eine Arbeiterposition, in eine Cargado-Position, vielleicht auch eben in einem Ehe warst, wo kannst du dann reut sein, zu mir mehr nehmen? Wenn ein junger Jung, hier sind was die Jungs, die sind, glaube ich, bei dir würde ich auch sagen, ich will noch mal ein Millionär werden. Wo würde ich hoffen, wenn ich nicht würde sagen, ich verstehe nicht den Schwamm, ich sage noch never in Alverca bin gewesen, von Feuerschau, und ich gehe, nehme den mit dem Boot mit, strebe den das ganze Ding an, und lud den klickende mehr los. Was wurde da? Der weiß nicht, was der Knöpf sein, der weiß nicht, was das ganze Ass von der Wutter nachschält in den Goggles, der weiß nicht, was der Rüte püssen muss. Du merkst den Tod. Wenn du jetzt von ich will Millionär geworden, ich will so und so viel Geld haben, du bist nicht reut für dort. Ich glaube, wir denken immer so, wie wollen das Geld bis das Geld? Aber das kommt all das du mit. Die Verantwortung kommt du mit. Die kostet nicht bis ein oder das andere. Was sind die guten Dinge von im Meer sein? Das ist sicher. Du hast das war sicher wegen der packste Experience. Die weiß, wo das schafft. Der Stress ist leer oder viel leer. War wegen, du bist durch den Boy Eva. Die weiß, wo das schafft. Das ist nicht die erste Runde. Du hast unsichtbare Gründe und unsichtbare Konten. Und du wirst sagen, wo kann dort Geld sein? Du wirst dir gleich. Wie unerschafft du gleich ein Schießte? Du wirst so deep aus die Kurs und so weit aus die Kurs. Dort, wo keiner ist, oder mehr ist keiner. Die Kurs anfängt zu sein, du hast was gemerkt oder du hast was, wo nicht alle Mann ist. Das ist ein guter Ding. Die paar Freunde, die du hast, das sind drei Freunde. Die sind noch ausgesäft. All die, die in deinem Leben was haben, die sind ausgesäft. Du hast eine Arbeit ohne Klockentit. Die verdienst du nur nicht aus die Schafs. Die verdienst du nur aus die Wurst und lädst. Und du hast auch deine Aufgabe, deine Arbeiter zu leiden, die zu inspirieren. Die redest du ernt. Du hast in ihnen gebieten, in ihnen Lohn. Du brauchst nicht an denken, wann wollen sie mich hin rückgrillen oder wann wollen sie mich hin rücken. Das dient. Viele Opportunitäten in offenen Kreditos. All die Fasch, die du eingesetzt hast, das sind Opportunitäten. Du hast viel. Verschiedenes. Was sind die schlechten Dinge? Das sind unsichtbare Gründe. Fragst du nur drei. Wenn du nicht reut bist für das, wenn du nicht euer hier was bist, nicht reut bist im Schwarm, dann wird das für dich schlecht sein. Das ist für mehr schöner Ass. Dort hast du mit allein. Du kannst nicht sein, du wollt nicht den gehen, du wollt nicht den gehen. Viele Stunden deine Troubles gleich, und du bist. Viele Meetings, rechte Kommunikation und Leitung. Freu dich, bist du ein Lehrer, vor du kannst sein, ich will all das im Leben haben. Wenn du kannst dort nicht allein, du brauchst eine ganze Gruppe Menschen rum dich,
no braucht, dass du verstehst, zu leben, zu kommunikar, reicht zu reden. Du hast in ihnen zu bieten, aber du bist auch verantwortlich für dort. Du brauchst mehrere Professionales, Hacienda, Facturas, Tax, in Wara, Dinum. Dinum, der erst du, wenn du dort nicht reicht drehen lässt, Dinum verbrennt sich kraxo aus dieser Konopie. Und du musst reut sein für den gereichten Streit. Du musst reut sein für den Mandas. Du wirst nicht die Exception sein, wenn du hier bist. Glaub mir dort. In 72%, dort ist das Wort, der Prozess in der Boundary. Was ist der Prozess in der Boundary? Dort ist, wo hast du deine Ordnung im Geschäft erreicht? Wo ist die Dinge? Wo hast du dort abgesetzt? Wollten die ihre Arbeit, wollten die, was die sollen tun, wo eine dort sollen tun und was du verlangt hast von ihnen? Hast du doch klar? Das ganz Wichtigste von Gerrit Geschäft, dass du klare Dinge zu den Arbeitern wurden gesagt. Dass sie weiß, was du tun, was du von verlangt hast. Der Prozess. Prozess. Das ist einfach das ganz Wichtigste. 14% sind die Menschen, 13% sind die Tools und Equipment und du hast noch ein kleiner 1%, das ist der Environment. Der Umgebung. So, meine Frau zu dir ist, bist du in Love? Wenn du ja jetzt noch kommen sein in den Feuerzeugen zum Pool, lass auch oder du bist im Meer. I don't know, wo du bist. Kann es sein, du bist verwandt. Wo wie deine Abtragung? Nun, ich will mit erneut deutlich gehen und eindenken, was von ihnen kann es vielleicht drei bringen, denken, wo, aber wo wird es nochmal wahrer? Kommst du von einer richtigen Familie? Was du gewohnt, du kriegst dort, wo du willst, wann du dort willst, siehst du dort willst, kauf Mama und Papa dir alles. Weißt du, wenn du gewohnt bist und du bist abgetragen, dass du dir nur so kostest, du was, und dann befriedst du dich, vielleicht bist du in der Früh, wer will mal sagen, du bist ein Frühmensch, und du befriedst jemanden morgen, wo du nicht wollen kann, wo du euer Kuss. Was hoffe dann, wenn du mit dem befriedet leben? Du bist gewohnt, ich komme, wo ich will, so ich will, wann ich will. Nie sind ich befriedigt und ich kann nicht so reich. Ich soll nicht nach Papa gehen, aber mein Mann kauft mir das nicht. Was schafft das dann? Wenn du ein Führer bist und du hast Kinder, wo darfst du deine Kinder lernen? Wo tragst du ihn ab? Kennen sie, wo sie wollen, was sie wollen, wann sie wollen? Merkst du ihn reut, wenn du nicht sagen darfst, du kostest du was, wann du was, was du was. Du darfst entnehmen und du nimmst ihn bei den Feuerzeugen sehr schön, auch schön zum Beispiel vorbei und du schmitzt dich im Meer an. Dort darfst du als Führer und als Mama zu deinen Kindern, wenn du dort darfst. Wegen dem Tag, wenn sie wollen sich befreien und sie sind nicht reut für dort. Wegen ihrem Mond, haft dort nicht so könnt, als Papa dort können, dann bist du eine große Ursache, dass der befreit Leben nicht wird. Lut deine Kinder nicht aus, was du willst. Merkt dir die Reut von nu, wegen dem Moment, wenn ihr groß worden, dann bist du nicht mehr in Kontrolle. Dann ist der Mond in diesem Kassel in Kontrolle. Und du bittest, dass die Reut den loszuluten, zu einer Person, die dort nicht alle geben kann, was die kostet. Weil wir das mal umdrehen, du bist ein Mond. Du bist ein Jung und du kriegst, was du willst. Und du trägst ab. Die Temperatur, wo du nicht mehr an Papa seine Fübkost hängst, und nicht so, dass du selbst Geld verdienst, du hast niemals gebraucht, wirklich Säuer für die Dinge schaffen, was du hast, wenn Papa jüft dir das alle. Wo kannst du nicht der rechte Mann sein für deine Familie? Du bist gleich durch Struggle zu gehen. Papa hat dir das nicht looten durchgehen, wegen er will das Beste für dich. Post ab, du Fähr. Wo trage ich deine Kinder ab, deine Jungs ab? Lut er noch mal Handvoll. Lut er noch mal selbst abstehen. Sie müssen lernen, sie kennen nicht, was sie wollen, wann sie wollen, was sie wollen. Wenn in dem Moment, wenn sie sich nicht mehr erkennen, von der sie in Geld leben, dann machen sie selbst. Und wenn du ihnen was dann, ohne sie gegeben hast, dann saßt du ihnen und schmitzt ihnen und noch mehr nehmen, wo sie nicht wollten zu schwammen. Könnt sein, du lebst, wo war deine Ernährung?
en meets die ständig mit den Nächsten. Da glaube ich, ist ein sehr großes Ding, was wir sehr viel tun. Wir meten uns mit den Nächsten, und wenn du ein Bett machen kannst, dann kann ich auch, wenn wir haben umgekriegt können, wir kennen dort. Da war ich so und so, was ich da oft tun. Wir meten uns ständig mit den Nächsten, und wir leben buva unser Ennum. Was sieht, wie ist ein sehr großes von den Rücken, ein großes Part von den Rücken, die leben in 20%. 20% unter dort, was sie ankriegen. Und wir wurden, glaube ich, sehr leicht in 20% Buva dort, wo wir ankriegen leben. Bisschen clean bit mehr. Das ist wirklich sehr viel Kredit, was ich brauche. Ich kann das auch noch leicht auftun, aber ein clean bit mehr, als was ich verdiene. Dort ist eine Fall, dem dass ich hier hinkomme. Du bist zu stolz, um eine Halb oder eine Rot freuen. Mensch, ist mir das nicht deutlich. Du sind Menschen in deinem Leben, das war ich nerv. Und wenn du dir nicht sitzt, dann hast du deine Ehe und Tau. Gut freu dich mal. Du dich nicht zu stolz im Grund sein, hey, was willst du mit Tau ruhen? Ich sein hier. Wo darfst du das? Kost du mich halten? Du dich stolz mal mit dir sieht und gut freu mal. Ich glaube, die würden sich geirrt fühlen, wenn die irgendwas freuen. Oder könnte es sein, du bist zu bekämmert um die selbst. Oh, bei mir ist das so schlecht. Ich habe so viele Troubles. Ich gehe durch all diese Troubles und alle anderen tun nicht. Denk mal an deine Kinder und deine Familie. Denk mal an die Arbeiter. Weißt du, einzige Mal bist du zu bekämmert um die selbst, dass du wirst reich geworden. Du wirst all diese Dinge erreichen im Leben. Du hast all diese große Träume. Aber weißt du auch, wo du wirst allein, wo ich hinkomme? Hilf den Menschen, räum die mal ab. Wenn sie wollen, die halten, was du zu kommen, wo die haben ist. Du allein kommst noch nicht hin. Wenn du eine Person bist, die immer sagt, ich streibe jemand um, dann musst du mit dir schaffen, wenn sie ohne räum die wollen, die halten, was du zu kommen, wo die haben ist. Du allein wirst auch merken. Ich sehe so viele junge Jungs von der ersten Tag, die haben schmacken Korn. Du bist in unserem Office, du vorhin sagst mal Camaros mit schmackigen Rims und die haben einen Muffler und dort brummt und dort wunderbar und dann du hängst, kommt auch ein Mustang und dort sitzt so schmack und dort brummt und die haben auch schwarze Rims und du hängst, kommt ein Challenger, dort ist die grünlich euch. Wenn du mal so viel in deine Arbeiter oder in deine Mitmenschen nennst, bin, als du in deine Kornest bist, dann wirst du viel Buße du hinkommen, wo du die haben hast. Du denkst an jemanden, bloß an dich, was ist das mit mir? Ich kann nicht machen, ich kann das, ich kann dort. Du weißt, was du kommst, wo die können mal aber halten. Denk mal an andere, halb dir auch mal du haben. Spend mal so viel du an andere Menschen nennen, als du in deine Dinge das. Oder könnte es sein, dass du nicht besser abgelernt für den Weg, was Jesus für dich hat. Weil ihr wenigstens Jonah nicht will in Nineveh gehen, dann müsst ihr auch unter Wutter. Der Schmeutname im Wutter nennen, hat ihn unter, der Fisch schluckt ihn ab. Dann spielt der Fisch den Frisch durch, wo Jesus sagt, das ist, wo die Hand gehen soll. Weißt du, ob den Rachen weich? Also du wegen, dass du bist? Oder bist du auch so, Jonah, der ging auf den Arachen weich? Der glaubt, wer es krank wurde. Fang mal, hol mal schnell. Denk mal ein bisschen, sind ich auf den Weich, wo Jesus mir war? Oder sind ich im Wutter hier, wegen ich nicht abgelehnt sein? Für den Weich, wo Jesus für die Haft. Matthäus saß vor 26, aber dort ich sah, kickt nur die fehlende Lauf, die sind nicht unarten und nicht unsammeln, nicht in der Stalling. Und jen Führer im Himmel fordert euch doch. Sind die nicht viel mehr wert als euch? Und wer kann sein Leben durch Sorgen und bloß ein Bett verlängern? Und zu Wort merkt ihr jen Sorgen über die Kleidung. Denkt an die Lilie auf den Stab, wo die Wurzeln.
der Ohrbärden entspann nicht. Und doch sei er könnt selbst Salomo, wir in all seiner Herrlichkeit nicht so eingetragen als einer von euch. Und wenn Gott dort groß ab der Stab, dort von dir lebt, in morgen im Ofen geschmähten wird, so kleiden, das würde er jünt dann nicht auch kleiden? Was hat er doch für einen kleinen Glauben? Weil ihr, ich habe mein Leben sehr lange nicht aufgeführt. Ich konnte nur die alle verbringen, vielleicht verlesen und jünt vielleicht sein. Würde denn ja Sohn sein oder was immer. Ich habe mein Leben sehr lange nicht aufgeführt. Ich habe auch lange Hühnstress gehabt. Ich habe Gesundheitstroubles wegen einer Tuffel, wegen Dinge, weil und das. Ich muss ihn taub. Martin diesen Forge lernen, oder zu vertrauen. Es ist, ich wollte, wie war viel mehr. Wie war mehr Geld. Ich war auch. Du warst auch. Brück, wo ich verliehen. Warum nicht für den Kost von deiner Gesundheit? Wer würde nicht für den Kost von deiner Familie, deiner Kinder, ihre Zeit? Es ist, wie viel Zeit passt du mit ihren Taub, mit deiner Familie Taub, mit deiner Freund Taub? Wo grässlich neulich, wer wie mehr Geld, wenigst, das kommt alle für den Kost. Wenn du nächstes Mal sagen das und du denkst, ich will mehr Geld, und du hier deine Kinder, wo du vielleicht 15 sind und die sind auf YouTube und die sagen in diesem Video, wo du sagst, 3 Steps to become a millionaire before you're 25. Dann frage ich dich einmal, weißt du wirklich? Wegen dort Brücken, dort Hafen kostet. Und ich glaube, sehr viele von uns, wenn wir wirklich, wirklich wissen, was hat dort Absicht, was dort zu kommen, wo wir sein, dort ist nicht für mich. Wenn ich 100.000 Dollar konnte aufschaufen, dann sind ich sehr zufrieden. Das kommt nicht ohne Kost. Viele Menschen, die kriegen noch was durch. Wo ist deine Ehe? Wo ist deine Relation mit ihren Kindern? Sind sie im Sinne überhaupt nicht zurück oder sind sie immer on Business Trips? Spende auch so viel Zeit mit dir, als in der Zeit zu mehr Geld verdienen? Fehlt uns wirklich mehr Geld? Bist du bereit, den Preis zu tun für mehr Geld? Oder so wie wir uns schnell zu holen und sagen, jetzt wird, ich soll meine Prioritäten, ich muss frisch absetzen. Geld mehr an, als ein Ding. Ich glaube nicht, dass das auch recht ist. Wenn wir abpassen oder nicht, für den Kost ist, von dort, wo wir das ganz läufst haben, unsere Familie. Wir sagen, wir haben alle bloß verehrt. Wer wird dafür abholen? Wenn du Kinder hast, kauf dir nicht alles. You're setting them up to fail. Wer wird aber nur denken? Wenn du Geld hast, oder wenn du bei dir kämpfst, wo du Geld merken, dass nächsten Donnerstag werden wir von reden von, wo wir können abholen ans Geld. Die einzige Mal, die dort krank so böse ist, dass das nahe kommt, so dort war der Büten. Nächste Werk werden wir von reden von, wo wir können abholen ans Geld. Vielmal Dankeschön.